Spitzensportler haben es halt einfach drauf. Zum ersten Mal überhaupt stand der sechsfache Weltmeister und zweifache Olympiasieger der nordischen Kombination Johannes Rizek auf einem Segway. Innerhalb kürzester Zeit beherrscht er das Fahrgerät nahezu perfekt. Seine eigentlichen Trainingsgeräte sind aktuell aber die Rollerski. In seiner Heimat Oberstdorf findet er dafür die perfekten Bedingungen, denn im Langlaufzentrum kann man auch im Sommer ideal trainieren. Streckenabschnitte, die auch 2021 in den weltweiten Fokus der Wintersportfans rücken, denn dann wird hier in Oberstdorf die nordische Ski-WM stattfinden. Die letzte WM im Allgäu fand 2005 statt, damals war Johannes Rizek 13 Jahre alt. Das war ein unglaubliches Erlebnis für mich, da als kleiner Junge dabei sein zu dürfen. Und deswegen freut es mich ungemein, dass es hoffentlich 2021 für die jungen Kinder dann auch so ein Erlebnis werden kann. Oberstdorf ist nicht nur bei den Touristen aus der Region Stuttgart ein beliebtes Ziel, sondern auch bei den Spitzensportlern. Neben der Vierschanzentournee, der Tour de Ski und der Skiflug-WM finden hier auch viele nationale Wettkämpfe statt. Insbesondere die nachhaltige Wirkung von solchen Weltmeisterschaften, sowohl für den Spitzensport wie auch für den Freizeitbreitensportbereich, ist für uns immens wichtig. Und wir gehen fest davon aus, die Weltmeisterschaft 2021 wird wiederum zwei Sportlergenerationen anhalten. Und das ist für uns als Deutscher Skiverband überaus wichtig. Bestes Beispiel hierfür: Allein drei Oberstdorfer sind in diesem Winter mit Olympiamedaillen aus Südkorea ins Allgäu zurückgekehrt. Der 21-jährige Vinzenz Geiger gewann mit Rizek Gold im Team der nordischen Kombinierer. Die 22-jährige Katharina Althaus gewann Silber von der Normalschanze. 2021 wird für diese drei ein mega Highlight. Schon jetzt eine Mischung aus Vorfreude, aber auch ein wenig Druck, es zu Hause besonders gut zu machen. Als Sportler will man es immer sein Bestmögliches geben. Ich glaube, durch das, dass meine Karriere nicht am Anfang steht, sondern ich schon ein bisschen was in der Hinterhand habe, ist vielleicht ein bisschen leichter. Aber in zwei Jahren sieht es vielleicht auch wieder ganz anders aus. Für Johannes Rizek heißt es jetzt fleißig trainieren. Im Februar stehen die Weltmeisterschaften in Seefeld an. Dann heißt es für ihn, 4 Titel zu verteidigen.